Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trade and Sell, denn Goku ist keine Tausch- und Verkaufsecke. Ich habe zwei Briefe erhalten, einmal vom... Moment, ich will mal kurz gucken, wie er bei Skype heißt. Ich will ja keinen falschen Namen sagen. Ja, er heißt auch Niklas. Einmal vom Niklas und einmal von dem Herrn GF. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, was da drinne sein wird. Und zwar ein Päckchen voller Beleidigungen und. Ah, schauen wir uns später an. Er sagt, er hat einen Brief dazu gepackt. Beginnen wir erstmal mit dem hier. Ich liebe es ja, wenn Trades auch funktionieren. Es gibt auch Trades, da diskutiert man eine ganze Woche lang rum, wie man tauschen soll, was man tauschen soll. Und letztendlich passiert dann gar nichts. Schauen wir, was hier so Schönes drin ist. Ich hab's gar nicht mehr im Kopf. Kopf! So... Und ja, oh yeah! Geil! Eine Harpienkanalisiererin! Coolimuli! Und ein Geistertrick, Laterne! So, ist nur einer, genau. Sauber! Zu meinen Ones komme ich am Ende des Videos, falls ihr jetzt fragen wollt und so. Und wenn ihr mir irgendwie, wenn ihr mit mir tauschen wollt, schaut euch bitte die Tradebinder-Updates an. Und die eBay-Auspack-Videos, weil da drinnen seht ihr, was ich im Moment alles da habe. So, die beiden haben wir hier. Ich packe die mal ein bisschen weiter nach unten, damit man die auch sehen kann. Der Trade ist auf jeden Fall super gelaufen, muss ich sagen. Ich schicke die Karten. Heute ist Sonntag, der 22.06. Und morgen am 23. werde ich dir dann deine Sachen schicken. So, sehr cool. Jetzt kommen wir zu dem Brief vom Herrn GF. Bin ja gespannt auf den Brief, der da mit drin ist, ne? Also die Karten sowieso und ja, schauen wir mal. Meine Stimme ist ein wenig rau, kratzig. Ich war gestern am Fußball gucken. Deutschland gegen Ghana. Hammer, legendäres Spiel. Oh Gott. Der hat mir eine ganze Seite geschrieben. Und da sind die Karten auf jeden Fall. Nehmen wir die mal hier ab. Wir lesen natürlich zuerst den Brief. So, lass mal Wetten abschließen. Ich wette, in diesem Brief werde ich ein paar Mal beleidigt, es wird gelogen und ich werde runtergemacht. Das ist das, was hier drinnen stehen wird. Schauen wir mal. Mensch, da hat er sich aber mal richtig Mühe gegeben. Das erste Mal in seinem Leben, dass er mal wirklich was Anständiges zustande gebracht hat. Wenn es denn was Anständiges ist. Ach ja... Fängt ja schon gut an. Hier, du elender Schnorrer. Hast es wieder mal geschafft. Glückwunsch. Findest du das nicht ein bisschen traurig, dass du, jemand, der arbeitet, Geld verdient, fast fest im Leben stehen sollte, von mir, dem FSJler, der einen Stundenlohn von 50 Cent hat, einfach so die Karten abnimmst? Und jetzt kommen wir nicht mit, du wolltest sie mir schenken. Ja, ich habe sie dir geschenkt, nur weil du zum wiederholten Male stur wie ein Esel warst und mir Karten zum Wucherpreis angeboten hast. 15 Euro Rico, 7 Euro Safezone. Was man dazu sagen muss, Rico, das war, da habe ich mich gar nicht mit den Preisen beschäftigt gehabt. Und für mich war halt Gold Rare ziemlich teuer, also in meinem Kopf zumindest. Und ja, ich wusste ja nicht, dass die unter 1 Euro ist, wert ist. Aber naja, man kann es auch ewig nachtragen. Muss ja sein. Egal. Und die 7 Euro Safezone, er hat mir nämlich direkt geschrieben, als ich das eBay-Paket ausgepackt hatte, dass er unbedingt Safezone haben will für sein zweites Deck. Allerdings habe ich mir da mal kurz nachgeguckt bei eBay und Safezone geht für 7 bis 14 Euro. Und das heißt, der blöde Geier schickt mir hier einen Haufen Common-Karten, um dann eine 7-Euro-Karte weiter verticken zu können. Jaja, du elender Gauner bist du, ey. Ohne Scheiß. Tut mir leid, aber ich lasse mich nicht verarschen. So viel zum Thema. Wer verarscht denn wen? Ich schenk dir lieber die Sachen und kann mir das, der Macht des Wortes, deine Missetaten aufdecken und an den Mann bringen. Ach nein, nachdem du diesen Brief gelesen hast, wirst du eh wieder wie ein Diktator Zensur betreiben und das Video löschen, beziehungsweise nicht hochladen. Stehst ja nicht so auf die Wahrheit. Ja, hast schon recht. Viel Spaß mit den Karten, die dem FSJler mindestens noch 2 bis 3 Euro gebracht hätten. Ach ja, wenn du mir das Zeug zurückschickst, dann werde ich sie verbrennen. Meine es ernst. Fucken it up und behalt sie. Spielt eh kein Schwein mehr, diese Schwuchtelzoo. Nein, ich bin nicht homophob. Nein, überhaupt nicht. Vielen Dank für die tollen Videos, macht mir jeden Tag voll die Freude, vor allem deine Opening. Hochachtungsvoll, GFFFF, GGGGF. Ja, Nico,
Ich würde mal sagen, dass du dir mal wieder selber ins Knie geschossen. Schon doof, wenn ich das dann auch noch hochlade, ne? Das mit dem Nicht-Hochladen war auch nur, wenn mir irgendwelche Leute dann irgendwelche Trades anbieten wollten, wo wirklich nur Müll bei war. Das habe ich aber auch schon mehrfach angekündigt. Und jetzt so eine Scheiße. Ernsthaft, Nico, das ist so unnötig. Trotzdem schauen wir uns mal an, was er mir geschickt hat. Für meine Magier, Spellpower Cast, richtig gut. Da kriegt, kann ich eine Zauber-10-Marke auf eine Karte packen. Kristallungeheuer. Das sind keine, ist kein schwuler Zoo, sondern das sind richtig coole Tiere. Ich liebe die Kristallungeheuer. Ich finde die so toll. Meine Lieblingsmonster im Yu-Gi-Oh! Außer dunkler Magier und dunkles Magiermädchen und so. Ne? Das ist natürlich, darum spiele ich ja auch die Magier noch. Zwei Mammut. Was ist das? Arkane Barriere. Jedes Mal, wenn ein Monster vom Typ Hexer auf dem Spielfeld zerstört werden... Jedes Mal, wenn Monster vom Typ Hexer auf dem Spielfeld zerstört werden, lege eine Zauberzähmarke auf diese Karte. Maximal 4. Du kannst diese Karte und ein offenes Monster vom Typ Hexer, das du kontrollierst, auf den Friedhof legen, um eine Karte für jede Zauberzähmarke auf dieser Karte zu ziehen. Okay. Und antike Stadt Regenbogen. Ruine. Cool. Ja, ein bisschen Stuff für mein Kristallungeheuer-Deck. Magier natürlich ein bisschen was. Für mein Monarch... Ghost Trick Deck habe ich was und für das Harpien Deck meiner besten Freundin. Und ich werde mir selbst auch noch ein Harpien Deck basteln, habe ich mir überlegt, weil ich habe das Deck ein paar Mal ausprobiert bei DevPro und so, also Harpien ohne XYZ und so, und ich finde, das macht mega Spaß, Harpien zu spielen. Da wird man richtig hot drauf. Und deswegen, so, jetzt kommen wir zu meinen Wants. Ich suche weiterhin mindestens 3 Harpien kanalisieren, am besten wäre natürlich noch mehr. Umso mehr ich habe, also ich brauche eigentlich 6 Stück. Eine habe ich jetzt, also 5 Stück brauche ich noch, damit ich mir mal die beiden Decks fertig machen kann. Also einmal für meine beste Freundin und für mich. Harpien-Tänzerin brauche ich auch 6-mal insgesamt. Geistertrick-Laterne habe ich jetzt einmal, brauche ich nur noch 2-mal. Und ich suche auch noch Dual-Discs von Yu-Gi-Oh! GX oder Yu-Gi-Oh! 5Ds zum Tauschen oder Verkaufen. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Alles nur per PN, alles andere in den Kommentaren wird ignoriert und zwar gnadenlos. Ich werde da keinen Satz zu sagen. Nicht, dass dann nachher rumgejammert wird, dass ich dann nicht drauf reagiere. Ich reagiere normalerweise auf alle Kommentare, die man mir schreibt. Aber wenn das jetzt um Trades geht und so, dann lieber nur per PN. Ich möchte keine Zeitverschwendung dabei haben, so dass wir dann eine Woche lang wirklich nur rumdiskutieren, wie, was und wo und warum, obwohl das schon lange das abgesprochen ist. Weil ich sowas macht mich echt rasend. Und ja. Der Trade soll schon vorangehen und auch Fortschritte mit sich bringen, damit man auch schnell das hinter sich bringt und auch die Karten kriegt, die man braucht. So, ne? Ja, und der Diktator sagt dann euch mal... Ja, was kann ich euch noch sagen? Du elender Schnurrer, du kleiner Bastard. Nico, wenn du das wirklich ernst meinst, was du hier alles drin geschrieben hast, ne? Dann bist du bei mir unten durch, das ist dir bewusst, oder? Dann bin ich ja mal gespannt. Ja, damit hast du nicht geredet, dass ich das... Ich rede jetzt mit mir selber. Tut mir leid, Leute. Naja. Der Diktator hat zu sagen, Dankeschön fürs Zusehen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und scheiße, wie am Ende es heißt, Let's Trade and Sell, Dengoku's Tale, Tausch- und Verkaufsecke, haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai.